die Kinder von der Tagespflege Clara Fay. Sie kommen aus Albanien, dem Kosovo oder Serbien. Kinder, die erst kurz in Deutschland sind. Ihre Eltern sprechen meist kein Deutsch. Nur eine von vielen Herausforderungen für die Macher. Also ich habe mir ganz, ganz viele Gedanken gemacht und hatte eben halt auch Sorgen. Und es hat eigentlich vom ersten Tag super geklappt. Die Kinder sind angekommen in der Tagespflege, wo sie die ersten Stunden des Tages verbringen. Genau wie heute ihre Eltern. Sie wollen die Einweihung der Räume miterleben und wünschen sich vor allem eins, dass sie bleiben dürfen in Deutschland und Chancen für ihre Kinder, die diese in ihrer alten Heimat nicht hatten. Es gibt schon im Alten Testament die Regel, dass man den Fremden eine Herberge geben soll, dass man den gleichberechtigt aufnehmen soll. Aufnehmen mit Gottes Segen, nun auch gespendet von den Kindern selbst. Ja genau, das Wasser, ne? Jetzt ist der Luftballon noch gesehen. Ich gebe das.